Intimen Besprechungen niemanden, der einen versichert, der hat sein Mobiltelefon eh in Flugmodus geschaltet. An jeder Zeit kann von außen das Mikrofon aktiviert werden, ohne dass sie es merken. Das heißt, also mein Telefon, obwohl ich gar nichts mache, kann ein anderer verwenden, zum Mithören. Darum, bei wirklich diskreter Besprechung am Telefon, bleibt draußen. Oder Anrufung, ja. Nichts draußen. Draußen, alles andere. Okay, gut, jetzt können wir es angehen. Interessant vielleicht noch zur Ergänzung der Inhalte. Ich habe sogar, man glaubt es fast nicht, zum Thema Kryptographie und Recht auf Kryptographie gibt sogar ein Statement der Vereinten Nationen, das ich auch gefunden habe, ja, was auch immer das wert sein mag. Gut, vielleicht zu Beginn ein paar Worte. Wie war das denn mit der Verwendung von Verschlüsselung in der Vergangenheit? Also grundsätzlich vor 1800 für Privatmenschen war Verschlüsselung einfach kein Thema. Ja. Wurde primär für Diplomatie und den Staatswesen verwendet. Sogar beim Militär hatte das damals eigentlich kaum Bedeutung. Die Verschlüsselung. Ja. Man muss auch dazu sagen, es gab praktisch nur manuelle Verfahren, die relativ aufwendig waren und die sehr großer Übung bedurft haben. Und wer andere Menschen, die sich der Verschlüsselung von Nachrichten bedient haben, waren grundsätzlich verdächtig, Aufständische zu sein, Revolutionäre zu sein. Wer zum Beispiel die Story kennt mit dem Babington-Komplott, ja, wo der Graf Babington mit der verhafteten Maria Stuart verschlüsselte Nachrichten ausgetauscht hatten, die aber von einem Vertrauten von Königin Elisabeth I. damals noch abgefangen und entziffert werden konnten, was dann letztlich auch mit dazu geführt hat, dass man Maria Stuart um einen Kopfgürtel gemacht hat. Im 19. Jahrhundert gab es die ersten ernsthafteren militärischen Anwendungen, zum Beispiel im Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und so ab 1850 ist das erste Mal ein privates Bedürfnis überhaupt aufgekommen nach Verschlüsselung, und zwar durch die damals brandneue Technik der Telegrafie. Prinzipiell war so eine Telegrafenleitung abzuzapfen und abzuhören, war trivial, technisch gesehen. Und man hat damals sogenannte Codebücher verwendet. Das waren so dicke Schinken, zweiteilig. In einem Teil war alphabetisch Worte und daneben waren vier- oder fünfstellige Zahlen. Und im zweiten Teil war es dann umgekehrt. Und man hat halt einfach die Worte durch diese Ziffern, durch diese Zifferblöcke ersetzt, hat das Ganze dann telegrafiert und der Empfänger musste das natürlich umgekehrt machen. Ja. Wert, ja, nicht, grundsätzlich nicht schlecht, nur der Wert steht und fällt mit dem Besitz des Buches. Ja. Wenn die falschen Menschen in den Besitz dieser Codebücher kamen, dann war es das natürlich. Ja. In der Literatur ist das im 19. Jahrhundert sogar ein bisschen romantisiert worden. Wer zum Beispiel die Geschichte von Edgar Allan Poe kennt, der Goldbug, da spielt Verschlüsselung eine ganz elementare Rolle drinnen. Ja. Im normalen Alltag praktisch war Verschlüsselung immer noch vollkommen bedeutungslos. Ja. Im 20. Jahrhundert war dann sehr groß beim Militär der Einsatz der Verschlüsselung. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, da könnte man Stunden, Tage, Wochen drüber reden, will ich jetzt nur so kurz anreißen.
Auch damals wurde Verwendung auf dem Privatsektor immer noch sehr argwöhnisch gesehen. Ja, warum? Menschen, die sich damit vorgeblich privat beschäftigt haben, sind sofort in den Geruch der Spionage gekommen. Ja. Zum Beispiel Geschichte, es gab, wissen die wenigsten Menschen, im Ersten Weltkrieg war Österreich, das KK Österreich, eine kryptografische Großmacht. Und der Andreas Fiegel, das war so der Altmeister der österreichischen Kryptographie, der hat nach dem Ersten Weltkrieg ein Buch veröffentlicht, Systeme des Chiffrierens. Der ist also fast war er verhaftet und vor Gericht gestellt worden, weil damals hat man noch gebaut auch auf Security by Obscurity. Ja. Und einen zweiten Band hat er auch noch geschrieben, Systeme des Dechiffrierens. Da wurde von Amts wegen verhindert, dass dieses Buch jemals erscheinen darf. Ja, ganz eine interessante Geschichte. Bitte, die Systeme des Dechiffrierens, obwohl geschrieben von 1927, 1928, sind heute immer noch unter Verschluss beim RF-Nachrichtendienst. Es kommt natürlich dazu, war auch die Anwendung dieser Verfahren war auch immer noch relativ komplex und mühsam durchzuführen. Ja. Interessant vielleicht, die ersten Maschinen, die für private Anwendungen gedacht waren, beide aus dem Jahr 1923, die berühmt-berüchtigte Enigma ist bereits 1923 als kommerzielles Gerät auf den Markt gekommen und von Boris Hagel in einem Schweden, das sogenannte Gryha, das war also ein B&O-Gerät, designmäßig unglaublich hübsch, wunderbarst, ja, kryptografisch mühsam und wertlos. Aber ich hätte trotzdem gerade, weil das Ding ist maßlos, ich war die Einzige, die los hat, meine Frau ins Wohnzimmer stehen. Ja, dann kam es allerdings zur Wende. Ja. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also so 1970 herum, hat sich die Kryptographie von einer Geheimwissenschaft zu einer akademischen Forschungsdisziplin gewandelt. Ja. Warum? Langsam ist die EDV aufgekommen und hat auf der einen Seite für die Automatisierung der Verfahren gesorgt, hat auf der anderen Seite aber auch das Bedürfnis nach schützenswerten Daten schlagartig in die Höhe getrieben. 1976 ist der erste, der Data Encryption Standard entwickelt worden, interessanterweise gemeinsam von IBM und der NSA. Ja. Damals gab es noch so den gemeinsamen Feind, die bösen Ruskis, und da war noch sozusagen der Wunsch, wir wollen unsere Daten schützen vor denen. Ja. Und das erste Public-Key-Verfahren, nämlich die Diffie-Hellman-Key-Exchange, ist auch im Jahr 1976 entwickelt worden. 1977, Rives, Jamir und Edelmann sind mit ihrer berühmten RSA-Verschlüsselung herausgekommen. 1991 hat Phil Zimmermann die erste Version von PGP geschrieben, sage ich später noch ein bisschen was dazu. 1997 ist der AES, der verbesserte DES-Encryption-Standard, herausgekommen. Ja, das soll wirklich ganz kurz im Abriss eine historische Betrachtung. Welche Technologien kennen wir denn überhaupt zum Verbergen von Nachrichten? Grundsätzlich unterscheiden wir die Kryptographie, das kommt vom griechischen Geheimschreiben. Hier geht es nicht darum, die Nachricht als solche zu verbergen, sondern nur den Inhalt. Ich verschlüssle eine Nachricht, übertrage sie, jeder kann sehen, da geht eine Nachricht von A nach B, aber ich kann den Inhalt nicht lesen. Ja. Unabhängig davon gibt es eine zweite Disziplin, die sogenannte Steganographie. Hier geht es jetzt darum, die Existenz einer Nachricht als solche zu verbergen. Ja. Das heißt, es soll gar niemand merken, dass ich jemand meine Nachricht übermittle. Ja, so ein Beispiel, das ist ein Beispiel für eine verschlüsselte Nachricht. Ja, so am Rande, das ist eine der ersten bekannten militärischen Enigmen.
man verschlüsselten Nachrichten in den Unterlagen, die dann zur Verfügung stellen werde für den Server, ist auch die Entschlüsselung drinnen. Ja, wollen wir uns jetzt sparen. Aber das ist eine verschlüsselte Nachricht, jeder kann sehen. Hier ist ein Beispiel einer steganografierten Nachricht, das ist eine Postkarte aus dem Jahr 1946, glaube ich. Wo ist die Nachricht? Im Bild. Im Bild. Im Bild drinnen? Ja, im Bild noch nicht. Im Wasser. Die Pixel sind verändert und das sieht man nicht auf erst. Nein, das ist ein von Hand gezeichnetes Bild. Ja, ist ein Pixel umgedreht. Nein, an den Pixeln liegt es nicht. Die Leute, die dieses gezeichnet haben, die wussten noch nicht, was ein Pixel ist. Ich gebe kein Bild, die konnten morschen. Ah, ja. Wenn man genau schaut, das Uferglas da, ja, das hat lange und kurze Glashalme. Und tatsächlich ist hier in diesem, ich hoffe man sieht es, der Bimmer ist auch schon ein bisschen durchgebracht, hier, wo es also eingewinkelt ist, in diesen langen und kurzen Glashalmen ist in Morsezeichen eine Nachricht enthalten. Ja. Entschlüsselung ist dann auch auf den Folien, die verteilen werden. Mikrofilme da drauf zu geben, kann man nicht mehr zur Steganografie dann, ne? Ja, doch, eigentlich schon auch noch, nur die Verwendung von Mikrofilmen war eigentlich, wie man einmal draufgekommen ist, war es relativ leicht zu entdecken. Das ist nämlich eine ganz skurril, witzige Sache draufgekommen, auf die Verwendung Mikrofilm erfunden haben die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs. Draufgekommen ist man deshalb, weil der englischen Zensurbehörde, die haben einen Brief aufgemacht, ja, und da ist von einem I der I-Punkt runtergefallen. Ja. Und so haben sie das also gemerkt. Ja. Gut, ich habe ein moderneres Beispiel für Steganografie. Ich habe jetzt nur leider keinen Lautsprecher. Ich hoffe, dass man es verstehen kann. Ich habe hier ein Bild, das ist nur ein Beispiel. Ja, das sieht aus wie das Google-Plan des Flughafens. Burlington, Vermont, das ist ein Bundesstaat der USA, Vermont. Da ist quasi ein grober Plan des Flughafens von Burlington. Und der ist hier jetzt in zwei Wave-Dateien eingebettet. Wenn man diese Wave-Dateien sich jetzt so anschaut, sieht man im Prinzip ganz feine Unterschiede. Ja? Aber die Technik, die man hier verwendet, man geht in den Codec und verwendet immer nur das niederwertigste Bit von einem Ton. Das hören wir nicht mit unserem freien Ohr. Abgesehen davon, dass man im statistischen Mittel nicht immer die Hälfte aller Bits verändert. Und die andere Hälfte ist so marginal, dass man es nicht hört. Ja? Ich hoffe, Sie dürfen beide hören. Das ist derselbe Sound. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist derselbe Sound jetzt ohne diese Datei, ohne die steganografierte Datei drinnen. Bitte, das ist schon raus im Hintergrund. Ist der erste Satz vom Hörbuch Beanhaltet durch die Galaxis von englischen Forschern. Und das ist die gleiche Version mit dem Bild drinnen. In the beginning, the universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move. Also lange Rede, kurzer Sinn, mein Herz nicht. vor allem, wenn Sie nur die eine Version zur Verfügung haben und nicht beide zum Vergleich, fehlt Ihnen auch diese Möglichkeit. Also Steganografie ist etwas, was man dank der Digitaltechnik auch heute problemlos machen kann, auch in Fotos, in Bildern. Ja? 24-Bit Farbtiefe. Wenn ich Ihnen da bei jedem fünften Pixel ein Bit verändere, ja, das sehen Sie nicht mehr. Abgesehen davon, dass meine Frau immer so sagen, vielleicht Männer kennen sowieso nur 16 Formen sehen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber zum Dekodieren brauche ich dann das Originale. Nein, ich brauche nur die Software. Ich brauche das Gegenstück zu der Software, die Nachricht hineingetan hat. Die kann sie auch wieder herausholen. Das Original brauche ich nicht. Wie viele Bytes sind da versteckt?
Und da müssen wir jetzt nachschauen, wie groß diese Westdatei ist, aber ich würde jetzt sagen, diese Westdatei hat vielleicht 100 Kilobyte oder so. Ja. Und was versteckt ist, ist dieses Bild drinnen. Das Bild, was hier drinnen versteckt ist, sind 11 Kilobyte. Aha. Aber wie gesagt, in größeren Farbbildern, ich habe jetzt nicht so viele Beispiele, weil das eigentlich unser Thema ist, Anregung einmal für die nächsten Jahre, jetzt kann ich ausführlich über Steckarmographen reden, aber da kann man relativ große Nachrichten verstecken drinnen. Jetzt wollen wir mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und bevor wir reden über Grundrechte auf Verschlüsselungen, wollen wir dafür reden über Verbote von Verschlüsselungen. Ja, also, wo dürfen es denn das überhaupt so frei in österreichischer Manier? Ja. Grundsätzlich bitte, in Frankreich gab es, ich habe das jetzt einmal genau recherchiert, weil das geistert ja immer wieder durch unsere diversen Medien. Es heißt, in Frankreich war ein Verschlüsselungsverbot. Ja. Also, ganz so ist nicht präzise. Gab es in Frankreich ein Gesetz von 90 bis 96, das zum Deponieren der Schlüssel, die man für private Verschlüsselung verwendet, bei einer vertrauenswürdigen Behörde die Anwender verpflichtete. Ja? Natürlich impliziert, andere Verfahren und andere Schlüssel durfte man nicht verwenden. Das Skurrile ist, dass in dieser Zeit französische Journalisten das versucht haben einmal, ja, weil es war natürlich heftig diskutiert in Frankreich, und diese Journalisten haben es nicht geschafft, die dafür zuständige vertrauenswürdige Behörde ausfindig zu machen. Also, streng genommen, sage ich mal, dann ja, das Gesetz hat es gegeben, es war aber eine relativ zahnlose Angelegenheit. Bitte. Aber vielleicht der Hintergrund, dass sich dieses Gesetz nur an bestimmte Firmen etc. gerichtet hat, die dann schon gewusst haben, wieso kein Logik nicht unternehmen. Grundsätzlich war das Gesetz für jedermann frei. Das, so genau weiß man es nicht, aber mittlerweile gibt es das so auch nicht mehr. Ja. In den 90er Jahren, und zwar beginnend 1990, gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika Bestrebungen, private Verschlüsselungen zu unterbinden. Das kann man nachgoogeln, die sogenannten Crypto Wars hat es damals gegeben. Unter diesem Schlüsselwort finden Sie eine ganze Menge Informationen. Der Phil Zimmermann mit seinem PGP war da zum Beispiel ein Problem. Ja. Der Export dieses Dings war jahrelang verboten. Nur, ich weiß nicht, wer die gesamte Geschichte kennt, die Amerikaner haben sich ins eigene Fleisch geschnitten, weil die haben nicht gesagt, das ist einfach grundsätzlich verboten und Punkt, weil die amerikanische Jurisprudenz ist ein bisschen kompliziert. Die haben gesagt, der Export ist in der und der Form verboten. Punkt. Auf die gedruckte Form haben sie vergessen. Und da gab es eine Reihe finnischer, heute würde man vielleicht sagen Hacker, im noch positiven Sinne des Wortes Hacken, die sind in die USA gefahren, haben sich das Buch von Phil Zimmermann gekauft, wo der Source Code drinnen abgedruckt war, haben das unter den Arm geklemmt, dann völlig legal und unbehelligt aus Amerika ausgereist, haben es daheim das Buch aufgeschnitten, den Source Code eingescannt, kompiliert und zack, schon gab es eine außerhalb der USA verfügbare Version von PGP. Und also, der Junge hat echt Probleme gehabt. Ja, also, den hätten sie fast eintraten. Dann gab es auch den berühmten Clipper Chip. Weiß nicht, wer, wem sagt das was? Das war in der Diskussion ein integrierter Schaltkreis, der angewendet werden sollte zur Verschlüsselung von Telefongesprächen und Datenübertragungen, aber mit einer sozusagen von vornherein programmierten Hintertür für Uncle Sam. Ja, ist nie wirklich zum Einsatz gekommen, war diskutiert. Es gab so heftige Proteste, dass man all diese Bestrebungen dann auch so 1996, ist nicht zufällig das gleiche Jahr wie hier, ja, die beiden Entscheidungen haben ein bisschen was miteinander zu tun, hat man das Ganze dann eingestellt. Es gibt eine interessante Website, von der ich dann gleich ein paar Auszüge bringen werde, cryptolaw.org. Da wird die ganze, für die ganze Welt die rechtliche Situation mit Zulässigkeit von Verschlüsselung betrachtet. Ja, was darf man wo?
Da gibt es einen interessanten Überblick, den habe ich hier zusammengefasst, auf diesen Bildern gefunden. In welchen Ländern gibt es nationale Einschränkungen von Verschlüsselung? Ja? Also ist unter Kontrolle, es gibt Gesetze, die auf Verdacht sozusagen verlangen, dass ich das entschlüssle. Zum Beispiel in UK ist es tatsächlich so, wenn man von ihnen einen verschlüsselten Text abfängt und die Polizei klopft an ihre Tür und der Richter sagt, sie müssen den entschlüsseln, dann sind sie per Gesetz verpflichtet dazu. Ja. Also wie gesagt, wenn man sich anschaut, alle die Grünen sagen, da gibt es keine Einschränkungen und alle anders Eingefärbten gibt es verschiedenste Einschränkungen über die Verwendung von Kryptographie. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, dass man das vielleicht in China und in Russland jetzt so nicht unbedingt überrascht und vom Schotter laut. Wenn man sich aber hier anschaut, Frankreich, es gibt immer noch Einschränkungen, UK, Australien, da wundert man sich dann doch schon ein wenig. Ja. Bei Uncle Sam gibt es also keinerlei Einschränkungen, was die private Verwendung betrifft. Ein bisschen anders schaut die Lage jetzt schon aus. Wie schaut es denn bei Importbeschränkungen aus? Es gibt also etliche Länder, da gibt es gesetzliche Einschränkungen bezüglich des Imports von Kryptographie bzw. kryptografischen Produkten. Ja, das heißt, Sie dürfen zum Beispiel, da schaut, so weit sind die gar nicht weg, in Ungarn nicht so ohne weiteres Verschlüsselungssoftware importieren. Ja, gibt es gesetzliche Einschränkungen dafür. Aha, obwohl, ist das nur ein Rest aus der Ostblockzeit? Bitte? Ist das nur ein Rest aus der Ostblockzeit? Juli 2010. Naja, wirklich nicht, aber ist ja EU-Raum, oder? Ungarn kann da so auf, ja, der, also, auf der Reihe tanzen. Das ist ja wurscht, das ist nicht geregelt. Also, beziehungsweise, da gibt es eine Regel, die ist aber sehr überraschend, die zeige ich Ihnen im nächsten Bild, wie schaut es aus mit Exportbeschränkungen. Und wenn wir da jetzt schauen, stellen wir fest, da ist schon ganz schön viel rum. Das heißt, Exportbeschränkungen gibt es natürlich extrem viele, bis auf ganz wenige Länder, jetzt sage ich mal verhältnismäßig bedeutungslos. Ja. Es gibt das sogenannte Wassenaar-Abkommen. Das ist eigentlich ein weltweites Abkommen über den Export von Munition und Rüstungsgütern. Und da haben es die Amerikaner geschafft, Kryptographie im Kapitel Munition unterzubringen. Das heißt bitte, für Verschlüsselungsprodukte gelten dieselben Exportbeschränkungen wie für Munition und Sprengstoffe. Ja? Und das ist tatsächlich ein Problem, dass wir in allen Ländern, die diesem Wassenaar-Abkommen beigetreten sind, ja, ziemlich streng exekutiert. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bei Siemens war, haben wir öfters das Problem gehabt, Softwareprodukte mit bestimmten Verschlüsselungstechnologien durften in bestimmte Länder nicht so ohne weiteres exportiert werden. Das gilt aber nur für die fertigen Produkte, nicht aber wieder für die Information darüber, oder? Die Information, das Wissen darüber ist wurscht. Ja, okay, ja. Aber zum Beispiel mussten wir in unser Produkt, wir haben an und für sich asymmetrische Verschlüsselung mit 4096 Bit langen Schlüsseln drinnen gehabt. Das konnte man aber auf Knopfdruck ändern auf 512 Bit lange Schlüsseln. Für die gibt es keine Exportbeschränkungen. Ja, warum kann sich jeder leicht an den fünf Fingern einer Hand abzählen? Alle Schlüssellängen, ja, die gewisse Leute leicht knacken können, können sie überall hier exportieren, wo sie wollen. Alles, was sie nicht exportieren dürfen, da haben die berühmten Three-Letter-Organisations eben Schwierigkeiten mit Brechen der Codes. Ja. Also bitte, auch die NSA kocht nur mit Wasser. Ist zwar ziemlich dreckig, das Wasser, aber sie kochen auch noch mit Wasser. Sie sind unglaubliche Datensammler von dem Herrn, aber mit den Schlüsseln tanzen sie auch noch ein bisschen schwach. Europarechtlich schaut das Ganze so aus. Es gibt zwei EU-Richtlinien, oder eigentlich sogar drei. Eine aus 95 und aus 97.
die sogenannten Datenschutzrichtlinien. Hier steht drinnen, Mitgliedstaaten müssen die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bla bla und insbesondere ihren Ruf, ihre Rechte auf Privatsphäre sicherstellen. Ja. Das Ganze wurde dann im Jahr 2002 noch ausgeweitet für die elektronische Kommunikation. Die war da nicht so klar geregelt, das hat man noch ausgeweitet. Aber was die guten Herrschaften nicht so genau spezifisch festgelegt haben, Details über das Wie des Datenschutzes. Das heißt nur, die Daten unterliegen einem Schutz, aber wie der zu gewährleisten ist, hat man, und ich behaupte jetzt einmal keck, vorsichtshalber nicht hineingeschrieben. Ja, weil da hätte man ja was einschreiben können, was einem nachher vielleicht wehtut, weil dann hätten gewisse Menschen Rechte ablesen können daraus und darum hat man das tunlichst unterlassen. Ja. Wie schaut es jetzt mit diesem Grundrecht aus? In Deutschland, die rechtliche Situation ist hier ein bisschen unterschiedlich, zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland gibt es ein Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das habe ich lange auswendig gelernt, bis ich das so völlig verstanden habe. Abgeleitet aus dem deutschen Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1, das haben wir Juristen da im Raum, war nicht. Sie können es mir sonst mal glauben, aber ich habe es an der deutschen Website abgemalt. Ich habe auch mit mehreren rechtskundigen Menschen gesprochen zu dem Thema, was eine sehr mühsame Angelegenheit ist, weil die Hälfte sagt, ja, da verstehe ich gar nichts davon, Verfassungsrecht und so weiter. Und bei den anderen ist es so, wenn du mit N Juristen sprichst, hast du N plus 1 bis N plus 2 unterschiedliche Ansichten zu dem Thema. Das war also irrsinnig hilfreich. Ja. Ebenso gibt es auch in Deutschland ein Grundrecht auf Post-, Brief- und Fernmeldegeheimnis. Ja. In Österreich schaut es schon wieder ein bisschen komplizierter aus, weil in Österreich haben wir das Staatsgrundgesetz, das regelt das Briefgeheimnis. Ja. Wir haben das Datenschutzgesetz, das regelt den Schutz personenbezogener Daten. Jedermann hat Anspruch auf Geheimhaltung seiner personenbezogenen Daten. Ausgenommen. Aber wir warten ja nicht in Österreich. Ja. Ja. Zum Beispiel öffentliche Verfügbarkeit dieser Daten schließt diesen Anspruch jetzt einmal schon prinzipiell aus. Das heißt, wenn Ihre Telefonnummer im Telefonbuch steht, haben Sie kein Recht auf Geheimhaltung Ihrer Telefonnummer. Punkt. Ja. Außerdem gibt es gegenüber Gerichten, Ämtern und so weiter eine erweiterte Auskunftspflicht über ihre personenbezogenen Daten. Also, wenn Sie vor Gericht stehen und der Richter sagt, Alter, Beruf, Einkommen, dürfen Sie nicht sagen, das geht Ihnen nichts an. Ja, also, falsche Antwort, ganz falsche Antwort. So kann man so. Naja, ich meine ja, falsche Antwort. Ja. Und wir haben natürlich auch ein Telekommunikationsgesetz, die Regel für uns im Fernmeldegeheimnis. Also, Entschuldigung, Frau Vollsch, wir haben auch ein Fernmeldegeheimnis, das geregelt im Telekommunikationsgesetz. Also, das sind bei uns ist das schon wesentlich aufgesplittert. Österreich hat in diesem Sinne kein Grundgesetz, so wie Deutschland. Österreich hat zwar eine Verfassung, aber die Verfassung interessiert sich für diese Dinge überhaupt nicht. Ja, das ist bei uns hier in diesem Gesetz geregelt. Die Deutschen eine Verfassung? Nein, die haben keine Verfassung, die haben kein Grundgesetz. Ja, aber das Grundgesetz hat eine andere Intention als unsere Verfassung. Ja, ist ja auch so. Das ist auch sehr schön geschrieben. An sich steht das, was in der EU-Verordnung steht, auch in der Europäischen Menschenrechtskommission. Daher wäre ja im Prinzip in Verbindung mit dem Sicherheitspolizeigesetz das Nasenbohren der österreichischen Behörden zum Thema Schutz der personenbezogenen Daten an sich einklagbar, wenn man das schafft. Ja, aber der Nachweis eines Schadens in dem Zusammenhang, den möchte ich nicht führen. Ja. Also, wie gesagt, ich habe mich da eine längere Zeit eingelesen und habe auch bei uns auf der Hochschule mit unserer rechtskundigen Beamtin, ich sage immer linkskundigen Beamtin, weil ich ärgern will, gesprochen, relativ lange. Und wir sind zu dem Schluss gekommen,
aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ist weder in Deutschland noch in Österreich die Verwendung von Verschlüsselung in irgendeiner beliebigen Art grundsätzlich verboten. Aber aus der bestehenden Gesetzeslage ist auch kein Recht darauf abzuleiten. Ja, es ist nicht verboten, aber sozusagen... Das ist erlaubt. Darauf besteht auch nicht. Ich habe kein Recht darauf. Ja, sondern es gilt nach der Devise, alles was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja, im Gegensatz zu anderen Ländern, was heißt, alles was nicht erlaubt ist, ist verboten, sind wir da eh noch besser relativ gut dran. Aber es ist kein Recht darauf abzuleiten. Das heißt, kurz und bündig auf den Punkt gebracht, ich habe noch ein paar Ergänzungen, aber kurz und bündig auf den Punkt gebracht, es gibt kein Grundrecht auf Verschlüsselung. Ja, dem ist so. Aus der aktuellen Rechtslage ist dieses in keiner Weise abzuleiten. Ja. Interessant, es gibt in etlichen Ländern jetzt heute aktuell immer wieder Diskussionen über Anti-Ganz-Horten, wollen Verschlüsselung gleich ganz verbieten. Da werden sie auch im Wirtschaftsbereich heutzutage einfach nicht mehr durchkommen damit. Ja. Dann könnte die liebe Martina ihr wunderbares Produkt, das sie uns vorher vorgestellt hat, gleich stampfen lassen, weil das besteht ja zu 30% aus Verschlüsselung. Ja. Aber sowohl in England, in Deutschland, in Amerika, in Österreich, in den Vereinigten Staaten. Der Mr. Cameron bringt es immer wieder auf Tablett und auch in Amerika wird es immer wieder diskutiert, weil natürlich, klar, wenn wir es verwenden, die auch so bösen Terroristen, die sind ja technisch auch nicht so blöd, verwenden das natürlich auch, noch nicht. Ja. Aber irgendwie hat das ganze Thema das gleiche Niveau wie diese Vorratsdatenspeicherung, nicht? Ja? Weil wenn ich ein unbescholtener Bürger bin, gibt es ja auch nichts zur Verschlüsselung. Natürlich, mit genau dem, Entschuldigung, Scheißargument, kommen ja die Politiker ständig, ja, und sagen, die braven Bürger, die nichts zu verbergen haben, brauchen ja nicht Verschlüsselung. Ja. Aber diese Leute schauen immer dumm, wenn man ihnen dann sagt, na wunderbar, dann können wir das Briefkuvert auch gleich abschaffen. Ja, rettet den Wald, wir brauchen viel weniger Papier, wir verwenden nur mehr offene Postkarten für alle Mitteilungen. Ja. Ist das Gleiche, weil wir haben eh nichts zu verbergen. Mit den gleichen Rechten sind die Fahne schon verdächtig, wenn sie ein Briefkuvert auslegen und zubisten. Weil das heißt ja schon, dass keiner lesen, der vor drin steht. Naja, Arztgeheimnisse und solche Sachen wird es dann schon noch geben. Wenn Sie die Daten irgendwo. Glauben Sie? Angeblich. Das hat die erste, die öffentlich wird. Also, ich sage nur etwas. Vor der Datenspeicherung unterläuft blitzartigst alle diese Dinge, wie zum Beispiel das Arztgeheimnis. Ja? Natürlich werden keine Inhalte gespeichert. Ja? Bitte brauche ich als Lebensversicherungsagentur noch Inhalte von Gesprächen, wenn ich mitkriege, dass der Herr Müller in den letzten 6 Wochen 7 Mal bei der AIDS-Beratung angerufen hat. Man, die Chance, dass seine Freundin dort Telefonistin ist, ist vernachlässigt worden. Ja. Der Pilot mit dem Flugzeug, über 41 Mal bei einem Arzt. Genau, allein daraus kann ich ja schon genügend Rückschlüsse ziehen. Damit ist mit der Privatsphäre sowieso vorbei. Ja? Also streng genommen, entweder ich kann jegliche Information verbergen, wenn ich es für richtig halte, dann muss das aber für jegliche Technologie gelten. Das muss nicht nur für einen Brief gelten. Das muss auch gelten. In einem Brief ganz so schwer, aber es gibt ein Briefgeheimnis im Staatsgrundgesetz. Ja. Aber bitte, was ist mit einer E-Mail? Ja. Was ist mit einem Telefonat? Und so weiter. Wird das jetzt heißen Stereografie? Steganografie. Steganografie. Naja, viel Spaß bei der Steganografie mit der AIDS-Beratung. Das ist ja das Dilemma. Aber das war auch die Aufgabe derjenigen, die Informationen ausgetauscht haben. All diese tollen Verfahren, die ja ganz gut sogar funktionieren würden. Ja? Also ich behaupte, mit Steganographie kann ich heute besser Kommunikation verbergen als mit Kryptographie. Nur, wer kann es denn? Natürlich ist das auch ein Problem. Ja? Letztendlich führt es zu einem ähnlichen Problem wie auch bei Lawful Interception,
wer sich an meinen Lawful Interception Vortrag erinnern kann, vielleicht ist schon 2 Jahre her. Die Dummen fangt man und die Wiefen, die sich auskennen, die rutschen nicht durch die Maschen. Das Wissen, was du mir sollen ergeben. Ja. That's it. Gut. Jetzt könnte man sagen, wie praktisch wäre das denn überhaupt, wenn jetzt irgendein x-beliebiger Staat hergeht auf den Tisch schaut und sagt, wir führen ein Verschlüsselungsverbot ein. Ja. Erstens einmal kommt, wenn das eine, sagen wir mal, mehr oder weniger normale westliche Demokratie ist, China und Konsorten, lasse ich da jetzt einmal vorsätzlich außen vor, geraten die in einen ziemlichen Begründungsnotstand. Ja. Wir haben sicher eine Aushöhlung dieser ganzen Geheimnisse. Es gibt sehr wohl Erkenntnisse von Gerichten, dass auf eine E-Mail auch das Brief- und das Fernmeldegeheimnis anzuwenden sind. Ja. Wie auch immer. Es gibt auch Leute, die sagen, das könnte sogar bis zu einem Eingriff in die Menschenwürde gehen. Viel Spaß vor Gericht, sage ich mal, das zu verhandeln wird nicht so einfach werden. Aber gefährlich, hochgefährlich ist, stellen Sie sich vor, Kryptographie ist verboten. Sämtliche Finanztransaktionen, die Sie machen, E-Banking, George und so weiter, ja, arbeiten alle unverschlüsselt. Und danke, dann bügele ich wieder auf die Bank und lasse meine Überweisungszettel anstempeln. Ja. Der Schutz von Firmengeheimnissen wird natürlich auch problematisch. Ja. Firmen sind darauf angewiesen, aus geschäftlichen Gründen, wenn sie Daten zwischen ihren Niederlassungen zum Beispiel transportieren, diese entsprechend vor Industriespionage zu schützen. Ja. Überhaupt muss man die Grundfrage stellen, welches legitime Interesse kann ein Staat denn daran haben, Verschlüsselung zu sanktionieren? Ja, da habe ich lange nachgedacht und mir sind eigentlich nur die üblichen K.O.-Argumente jeglicher Diskussionen eingefallen. Ja. Terrorbegrenzung, Schwerkriminalität, wobei, wenn es nach unserer Unterhaltungsindustrie geht, ist ja schon Schwerkriminalität, wenn zwar 10-jährige MP3s austauschen am Schulhof. Ja. Dann tue ich mir schon wahnsinnig schwer. Dann wird es schon schwierig. Viel ist mir nicht mehr eingefallen. Ja. Und was die Terrorbekämpfung betrifft, gibt es ja immer wieder auch die üblichen klassischen Untersuchungen, dass kein einziger der Terroranschläge der letzten 10 oder 15 Jahre durch solche Maßnahmen verhindert hätte werden können. Ja, das ist, ich habe auch in meiner Zeit, wo ich noch aktiv bei der Überwachung, bei der Standardisierungsüberwachung der Telekommunikation tätig war, mit vielen Polizisten gesprochen und die meisten sagen, klassische Polizeiarbeit ist nach wie vor das erste Mittel der Wahl. Ja. Hinterher sind sie natürlich immer gescheiter, das ist eh klar. Ja. Ich habe einen bekannten Schriftsteller, der fragt immer sozusagen mit voller Hose, das vielleicht stimmt. Ja. Also vorher hat aber noch keiner irgendwas rausgefunden. Und abgesehen davon, dass die Begründung eines solchen Verschlüsselungsverbots relativ schwierig war, die Durchsetzung ist ja noch viel schwieriger, bitte. Nehmen wir an, ich verbiete den Beschluss, den Besitz von Verschlüsselungssoftware. Was mache ich jetzt? Ich gehe her, lade mir Verschlüsselungssoftware aus dem Internet, verschlüssle, was ich zu verschlüsseln habe, schreibe mir halt irgendwo die Schlüssel möglichst gesichert auf oder vielleicht kann ich es auswendig lernen und dann lösche ich die Verschlüsselungssoftware wieder von meinem Computer. Können jederzeit meinen Computer durchsuchen. Ja? Werden niemals Verschlüsselungssoftware finden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Remote-Apps zur Verschlüsselung zu verwenden. Ja? Das heißt, ich schicke meine Daten irgendwo hin, die werden verschlüsselt, ich bekomme sie verschlüsselt zurück. Na, viel Spaß, was die Sicherheit betrifft, wenn sie sozusagen Verschlüsselung auszulassen. Ja? Also, ich traue mir das nicht, aber es ist Geschmackssache natürlich. Ja. Wie gesagt, Steganographie wäre durchaus eine interessante Alternative. Steganographie ist in dem Sinn nicht Kryptographie, weil Kryptographie verboten wird, weicht mal da auf Steganographie. Aber natürlich, die technische Anwendung ist komplex. Ja. Und auch die Verhältnismäßigkeit ist natürlich das Thema, wie vorher schon erwähnt.
wer sie auskennt, kann alle diese Verbote jederzeit leisten. Also abgesehen davon, dass das die Begründung eines solchen Verbots schon hinterfragbar wäre, die Durchsetzung eines solchen Verbots war also nicht machbar. Ja? Wie gesagt, abgesehen davon, dann kennt das auch Microsoft gleich fröhlich, holterow, sein wunderbares Office aus 365, ich weiß das nicht so genau als Apple-User, das ist nur mein Dienst-PC, ja. Könnten es gleich wieder einstampfen, hätten wahrscheinlich auch keine Freunde. Ja. Wie gesagt, interessant zum Schluss, ich habe den Standpunkt der UNO dazu gefunden, der eigentlich überraschenderweise gar nicht so schlecht war, nur das übliche UNO-Leiten halt, alle nicken wohlwollend in der Vollversammlung und in der Praxis interessiert es dann kein Schwein, was da beschlossen wird. Ja. Der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen hat ein Dokument erstellt, The UN Report on the Value of Encryption to Freedom Worldwide. Ja. Zu finden unter diesem Link. Und im Prinzip die Kernaussage dieses Dokuments ist, Encryption und Anonymität ermöglicht es den einzelnen Individuen, ihre Rechte der Freiheit der Meinung und des Ausdrucks im Digitalzeitalter durchzusetzen und verdienen daher einen starken Schutz. Also Encryption verdient sozusagen, dass sie stark geschützt werden von der UNO. Ja. Im Wesentlichen ist es ein Appell an Staaten, Verschlüsselung und Anonymität im Rahmen der Kommunikation nicht zu behindern. Ja. Wie gesagt, wie viele Appelle, ich kenne das also, auch Appelle, die an meine Studenten richten, sie verhalten also wirkungslos, so sie nicht mit Sanktionen verbunden sind. Ja. Die UNO hat halt hier keine Möglichkeit, diesen Appell mit Sanktionen zu verfolgen. Trotzdem finde ich allein die Existenz dieser Aussage durchaus sehr interessant. Ja. Ob sie wirklich Wirkung zeitigt, wir wissen, was hat weltweit der Hochkommissar für Menschenrechte, was findet er für eine Beachtung auf der Welt. Ja. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja, leider habe ich diesmal keine besseren Nachrichten für euch, so schaut es also aus. Ja. Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden? Wissen wir eventuell, auf welcher Basis oder welches System so sehr profitierte Ideen verschlüsselt werden soll? Das ist ja von uns nicht untersagt. Auswendig weiß es jetzt nicht. Die Tätigkeit wahrscheinlich, sagen wir, liege mal mit der Lesers nicht so falsch, zumindest was die Übertragung dieser Daten betrifft. Die abgelegten Daten sind praktisch nicht verschlüsselt. Ja? Die abgelegten Daten sind irgendwelche gescannten Befunde in irgendeinem Spital. Ja? Da würde ich also jetzt einmal primär davon ausgehen, forget it.